Und herzlich willkommen zu... Jetzt wollte ich Far Cry 4 sagen. Dead Space mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ein Knoten. Wir haben Energieknoten erhalten. Aber das war da hinten irgendwo, ne? Ach, scheiße. Entschuldigung. Ich geh da jetzt nicht nochmal rein. Ist das hier richtig? Ja. Ist richtig. Kannst hier... Da liegt... War ja klar. Na gut, was immer das bedeuten soll. Hier kam ein Ventilator von oben. Da ist der Rest von den Beinen. Was haben wir hier? Das kennen wir doch. Da haben wir einen Zop. Ich schaue mal, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich weiß gar nicht, was ich alles gefunden habe. Da brauche ich nur eins von. Der Backling Plasma Cutter. Nein, ich habe... Ich dachte, ich hätte irgendwie... Nee, habe ich nicht. Na egal. So haben wir ja genug Zeug. Ne? Oh, ist auch noch ein bisschen Platz. Fehlen ein paar Energiedinger für die... Da muss ich lang. Ach, von da komme ich ja auch. Für den Plasma-Cutter, für die erste Waffe, die wir hatten. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Ach so. Hier soll ich lang? Ach, da muss ich wieder zum Lift, ne? Dann werden wir gleich mal die Gelegenheit nutzen, auch wenn jetzt die Folge gerade angefangen hat. Huch, nicht so schnell, Maus. So. Mal ein kleines Speicherchen machen. Uah. Blödes Vieh, du bist doch schon tot, hör auf rumzuschreien. Kann ich nachher immer noch wieder wegwerfen. Ah, was liegt hier? Das habe ich übersehen, das habe ich einfach liegen lassen. Bin ich krank? Ich muss zurück. Ah, da ist noch so ein... Den habe ich noch gar nicht aufgehabt. Ach nee. Hier? Tatsächlich, Fahrstuhl. Nach unten. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirf unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es Ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Da waren wir. Wir sollen ja nach unten. Ich nehme mal den. Ich bin der Meinung, dass das, was ich jetzt ausgewählt habe, ging letztes Mal nicht auszuwählen. Hinter uns. Sind wir hier richtig? Ja. Oh, da schießt wer. Ich sehe hier bloß Tentakel. Ich schieße auf Verdacht. Aua, da. Ich glaube, ich muss gleich mal auf andere Waffen umsteigen. Hier liegen nur Ripperklingen. Ah, hier ist was für die Pulswaffe gewesen. Müssen wir hier lang? Ja. Wir gucken, ich schaue mich hier erstmal noch ein bisschen um.
Hier soll ich nicht hin. Ich finde das hier viel interessanter. Was haben wir da? Ein Audio-Log. Das Buch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Oh. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich nicht... Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Oh Gott, oh Gott. Hier ist eine Sicherung drin für irgendwas. Hier ist eine Werkbank. Noch irgendwas? Ich soll hier ja noch nicht hin, aber das ist hier hochinteressant. Die Sicherung ist hierfür, damit dieser Lift geht. Ich gehe jetzt erstmal zur Werkbank. Weil wir haben ja wenigstens einen Knoten. Zwei haben wir. Gut. Impulsgewehr. Mal gucken, was können wir da machen. Wir könnten mehr auf Schaden gehen. Ja. Wenn ich jetzt den hier nehme, dann kann ich aber danach... Das ist günstiger, glaube ich. Und ich mache jetzt erstmal, dass die mehr Schaden macht. So, okay. Oh! Sau, verdammelste! Sowat! Sowat kommt von Sowat. Ja, jetzt bist du zerteilt. Geld. Geld ist immer gut. Tor! Ach, hier muss die Sicherung rein. Schaut mal, damit der Lift geht. Hier war doch noch ein Job. Wo habe ich den denn gesehen? Hier ist der Fahrstuhl. Hör auf zu flüstern. Sag mir lieber, wo der Job war. Ich habe es vergessen. Nein, da war der nicht. War der hier oben? Hier war der Job. Komm rein. Hops. Ich glaube... Ich glaube... Ja, ich hole mir mal ein bisschen... Plasma-Energie. Habe ich hoffentlich jetzt auch gekauft. Haben wir denn? Wie viel haben wir denn? Ja, nicht viel. Oder habe ich jetzt Strahlenenergie gekauft? Ich habe so viel davon. Ich könnte so ein Stase-Pack verkaufen. Ich könnte auch vorher nachschauen. Ich könnte auch den Safe benutzen. Halt, ich will verkaufen. Hier können Gegenstände abgelegt werden. Ja, wie denn? Navigieren? Ich kann nichts aus dem Inventar ablegen. Strahlmunition, habe ich so viel? Habe ich die jetzt gekauft? So, die drei lasse ich mal. Shop. Plasmaenergie. Nein, nein, ist alles richtig. So. Das, die ist nämlich hier für diese Waffe. Ach so, die Sicherung. Wo war da? Da muss ich tatsächlich. Da war ein Heftchen. Aber Isaac hat was ganz anderes im Sinn als diese Heftchen. Halt, falsch. Oh, lauf, 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 lauf! Lauf! Lauf, Jung! Oh. Nur wegen diesen beknackten Animationen. Naja, die haben ja nicht viel entzogen. Da kommt ihr. Komm, muss ich da rein? Hier muss ich rein.
Ach, ja, ja, ja. Du gehörst doch da rein, Sicherung. Ach so, geht doch. Ich habe da was gesehen. Das würde ich jetzt gern noch mal... Halt! Da flummte was hoch. Zur Not kann man das ja verkaufen. Ich habe hier irgendwo... Ja, da habe ich ihn gesehen. So. Oh, 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 oh. Jetzt. Ist das der Ältere? Nein, das ist der Ältere, ne? Ja. Den wollen wir mal Fahrstuhl fahren. Lastenaufzug. Oh, da habe ich schlechte Erinnerungen dran. Aufgeladen ist sie, ne? Kann man ein bisschen vorgucken? Ja, da geht's lang. Hier, da, der Pfeil zeigt in die andere Richtung. Psst! Da liegt was. Da geht's raus. Stasi-Station. Halt! Beschenket mich! Ach so. Logbuch des Abbaubetriebes. Dallas A. Supervisor, zweiter Ingenieur. Die Aufbohrung des Planeten verlief ohne Zwischenfälle, obwohl es einige Probleme an der Oberfläche gegeben haben muss, da wir kurzzeitig den Kontakt zur Kolonie verloren haben. Der erste Gesteinsbrocken wurde etwa eine Stunde nach der Aufbohrung aus der Kruste extrahiert und wurde dann direkt verarbeitet, raffiniert und geschmolzen. Die Ergebnisse übertreffen selbst die optimistischen anfänglichen Erwartungen. Eine durchschnittliche Ausbeute liegt bei... Ah, hier geht's weiter. 35% Mineralien, 5% Fossilien, 60% Abfallprodukte. Aber das Material des ersten Gesteinsbrocken besteht zu 65% Mineralien, 0% Fossilien, was auch zu erwarten war. Das ergibt 6,5 Tonnen Erz pro 10 Tonnen Gestein. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es nicht mit einer Anomalie zu tun haben, sind wir auf eine regelechte Goldader gestoßen. Kaufen. Mitnehmen. Das ist Geld. Inventar ist voll. Was schmeiße ich weg? Ich weiß, was ich wegwerfe. Dich werfe ich weg. Impulskanone muss ich doch mitnehmen. Was haben wir hier? Guck mal, das ist aber komisch. Medipack kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Inventar ist voll. Das konnte ich noch mitnehmen. Stasi-Station brauche ich nicht. Na gut, hier gehen wir dann in der nächsten Folge rein, würde ich sagen. Ne, Isaac? Mach mal deinen Rick sauber hier. Bis dann. Tschüss.